Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Paragon. Bei mir wieder im TS, der Alex. Einen schönen guten Morgen. Gute Nacht. Gute Nacht, genau. Wir sind die ganze Nacht, den ganzen Abend schon Paragon am Spielen, nehmen ein Let's Play nach dem anderen auf. Es macht richtig, richtig Laune. Die Closed Beta und schalten hier Karten frei und tunen die Helden hoch und weiß der Geier was. So, Deck 1. Bestätigen. Wir nehmen den Heiltrank auf die 1, den Mana-Trank auf die 2 und dann sind wir auch schon fertig. Und dann schalten wir uns noch den kosmischen Riss frei und ab geht's. Hier fehlt irgendeine Musik. Ja, hier fehlt wirklich irgendwie eine Musik. Wenn man hier so still durch die Gegend gleitet, das ist eigentlich, das ist irgendwie sehr... Es ist atmosphärisch. Ja, atmosphärisch finde ich nicht. Oh, hier die blöde Sonde. Klatsch, jetzt gibt's eine Watsche. Oh, Scheiße. Was? Ich hab dir den Kill geklaut. Okay, hatte ich ja in den letzten paar Spielen bei dir auch ein paar Mal. Ausgleichende Gerechtigkeit. So, jetzt stehen wir wieder hier. Wo sind denn... Ja. Ne? Wer ist eigentlich Blue Twin Blast? Ist das auch KI? Oder ist das ist alles KI. Ist auch KI, man sieht es. Ja. Rennt da rechts und links. Zack. Bing. Pong. Bing. So. Oh, der ist tot. Da haben wir wenigstens mehr zu tun. Ja. Also am Anfang ist es immer wirklich sehr leicht in dem Spiel. Nein. Wo ist die denn jetzt hin, die Olle? Irgendwo unsichtbar. Da. Ups, pass auf. So, Bürde schalten wir mal frei. Auch mehr Mana. So, kosmischer Riss und ich porte mich mal kurz zurück. Mal schauen wir mal, was wir an Karten reinpacken können. So, 4 Punkte haben wir. Max Leben, Max Mana. 100 Max Leben. Würde mal interessieren, ob es ein Maximum für die Abklingzeitverringerung gibt. Ansonsten könnte man sich ja so 100% Abklingzeitverringerung machen. Ja. So. Bleiben wir rechts, oder? Ja. Ah, die KI ist auf die andere Seite gewechselt. Also, der sonst bei uns war. So. Oh,
gibt's doch nicht. Hier, geh auf die andere. Geh auf die Minentante. Oh, ich bin schon wieder fast tot. So, zerrissener Traum freigeschaltet. Tot? Nee, oder ist er wieder abgehauen? Ja, die hat sich wieder vom Acker gemacht, die blöde Hexe. Leuchtest du komisch grün? Weil ich mir Mana-Trank, Lebenstrank reingeschmissen hab. Mach so. Du stirbst aber gleich. Ich merke. Ja, pass auf, ehe die andere dich kriegt. Naja, ich geh nochmal kurz zurück. Und dann schauen wir mal. Oh. Naja, ich bin da. Hier geblieben. So, schwarzes Loch freischalten. Den Abfluss. Wir wieder einen Punkt, 3 Punkte zum Ausgeben. Das ist sehr schön. So, nächste Karte. Max Leben. Max Leben. So. Medit, didit, didit. Schwebe die Map entlang. I'm fabulous. Enemy tower destroyed. Oh, hier liegen noch Kügelchen. Mhm. Zack, weg ist sie, die Olle. Mhm. Aber die ist wieder da. Werden wir eigentlich in 7 Days die Novus Game Map weitermachen? Ja, wir sind im Let's Play. Ah. Cool. Ja, dann tschüss, viel Spaß. Jo. Kommt der einfach dazu? Tja. So ist er halt. Enemy tower destroyed.
Zack. Schnell mal einen Abfluss gezogen hier. Standardangriff. Ein bisschen hochleveln. Oh. Oh. Ich häng hier oben im Pool. Ja, ich muss hier mal Fersengeld geben. Yeah, ist aber knapp. Schnell mal nach Hause porten. 7 Punkte zu vergeben. Das ist gut, dann sind die Kartenslots voll. So, dann kloppen wir noch den da rein. Max Leben. So, hier das Amulett des Veteranen, das kann ich auch rausschmeißen. Mit der Karte kann ich nichts anfangen. Was kann die denn? Wer macht physischer Schaden? Das ist Quatsch, was soll ich damit? Hast du die denn da drin? Ja, weiß ich auch nicht. Verlesen. Hab gedacht, das wäre cool. Weil du es kannst. Ja. Da fliege ich dann hin, dann mach ich Pitschpatsch. Gibt's rechts und links eine Schelle? Schelle der Weisheit. Schelle der Weisheit, genau. Ich bin mal in die Mitte geflogen. Okay. Einfach nur mal, weil ich mal wissen wollte, was hier so los ist. Hier ist viel los. Oh? Ja, das geht so. Aber ich hab... Obwohl eher nicht, die ganzen Türme sind ja schon weg. Naja, ich hab den Abfluss gezogen, jetzt ist nichts mehr los. Und zack, Level up. Ich bleib mal auf der rechten Seite. Mach mal. Hm? Ja, mach mal. Fenster gleich zu machen. Oh, jetzt, Hier ist der Hexenmann. Der Schatten. Der Nazgul-König. Wieder ab, ey. Na komm her. Einfach zu stark. Nein! Hm. Nein! Das gibt's nicht, ey. Oh, ich hätte ihn fast down gehabt, ey. Da hat so gut wie nichts mehr gefehlt. Aber auch nur fast. Oh, war das knapp, ey. Dann gehen wir mal nach links, oder? Ja, ich komme gleich nach, wenn der Turm hier kaputt ist. So. Und los geht's. An
is under attack. Das ist so leise, wenn man hier rumschwebt. Einerseits schön, aber andererseits ist das auch irgendwie eine zu große Änderung. Ja, ja. Zu großer Unterschied. Genau. Ob man nicht einfach Jungle spielen kann. Also komplett nur Jungle. So. 4 Punkte noch nicht vergeben. Da gehe ich mal nochmal kurz zurück. Dann auf nach links. Nö, nee, ich tu dann aufwerten. Ja, ich hab schon. Hä? Wieso kann ich den jetzt nicht nochmal da reinsetzen? Punkte? Achso, nee, Quatsch. Vergiss es. Ich hab schon wieder nicht geschnallt, dass ich ja nur 4 Punkte hatte. Ich verpeil das jedes Mal. Ich weiß nicht warum, ey. Keine Ahnung. Kaufrausch, aber wirklich. Anders kann ich es mir auch nicht erklären. Oh, falscher Zauber gewirkt. Sowas. Was hast du denn? Ich hab einen Flächenschaden auf die Treppe gemacht, da war aber keine Sau. Ja, immerhin ist sie heil geblieben. Ja, immerhin ist die Treppe heil geblieben, genau. Da müssen wir nochmal in die Mitte gehen, da ist irgendwie, keine Ahnung. Die Mitte ist schon bis zum Inhibitor aufgeräumt. Ja, aber da ist ein Gegner. Okay. Das reicht, um mich zu überzeugen, da ist ein Gegner. Oh, jetzt ist er weg. Hier müssen wir ganz nach links gehen. Sehen wir nur nicht. Ganz links, der Gegner ist auch weg. Er ist abgehauen. Er hat schon gerochen, dass wir ankommen. Vermutlich, ja. So. Oh, da ist er. Nee, diesmal nicht. Doch, diesmal. Nee. Gib ihm eine. Nein. Boom. Wärst du jetzt durch den Turm gestorben? Wir sind halt zu langsam. Ja. Doch. Links, oder? Willst du zurück? Ich gehe kurz zurück. Okay. Ich räume so lange auf links auf. So, aufwerten. Zack. Hauptsache Damage. Hier rechts ist auch noch was los. Ich geh mal nach rechts rüber. Mhm. Und guck mal. Dass ich den da wegkrieg. Enemy inhibitor is under siege. Na toll. Enemy has been slain.
Na komm her. Komm. So, wir skillen mal nochmal den Abfluss. Also Challenge diese Runde, kein mal sterben. Genau. Das schwarze Loch zünden, ey, da hat er mich hier hat irgendwie... Hat der dich im, Tempel weggehauen. Ja. Schade. Egal, haben wir eh gekriegt. Ja. Die schnell weg war, ne? Mein Durchschuss an deine erste Fähigkeit. Deine Wiss. Zack, 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 zack. Oh. So, was kann man denn hier? Machen wir den mal. So. Ich bin zurück. Ja, ich komme jetzt zurück. Rechts oder links? Ja, geh nach links, ich komme dahin. Okay. The enemy core is under attack. Minions. Minions. Ja. Wieder was upgraden hier. Hey, hey, hey. Können wir denn diesmal Bürde? Da oben ist auch noch was los. Ach hier, Red Fang Mao. Red Fang Mayo. Was macht der denn? Ja, die ist um Weg zu unserem Turm da oben. Das war ja. Jetzt ist stehen geblieben. Ich port mich mal zurück. Ich habe hier noch 13 Punkte. Kann ich noch ein bisschen Schaden machen. Jo. Ich durchwühl mal den Dschungel. Nach Gegnern. So. Aufwertung. Zack. 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 Ach du Scheiße. Was steht jetzt da? Warte mal. Offensiv 197 Energieschaden. Ach, ich kann aber kritten. Guck mal, hier, Crit steht doch da. Ja, mit deinen normalen Angriffen. Aber die machen ja sowieso wenig Schaden. Ja. Frage ist dann, ob es sich lohnt.
Ja. So. So. Ich komm mal Schaden machen. Wie auch immer. Irgendwie. An enemy has been slain. Epic. Hier ist ja richtig was los hier in der Mitte. Das bin nur ich. Ich räume auf. Und ich sammle die Kugeln ein hinter dir. Oh, oh toll. Ich den scheiß Kreis nicht gesehen, bin ich genau da reingeflogen. Oh, oh Scheiße, noch so ein Ding. Oh, was Blödes. Ui. Ich glaube, ich sollte zurückgehen. Na, oder doch. Ich gehe durch den Dschungel. Was denn im Dschungel? Monster. Kannst du ein bisschen farmen? Okay, ich komme mal mit farmen. Was denn hier? Alpha-Content? Was ist das denn? Alpha-Content? Das sind Camps. Da spawnen alle, wie auch immer, wie viele Sekunden Gegner. Achso, okay. Das ist ein Buff, ein leichter Buff. Ich weiß nicht genau, was die bringen. Ich würde nur sagen, Blau bringt irgendeinen Magie-Buff und Rot Mana. Und Schwarz, keine Ahnung. Jetzt aber. Ich habe wieder 9 Punkte. Ich habe 4. Naja. So. Komm auch schnell mit zurück. Okay. Dann setzen wir die auch noch schnell. Aufwertung. Ein bisschen mehr Mana könnte ich gebrauchen, ne? Das musst du wissen. Ja, ein bisschen mehr Mana kann ich gebrauchen. Dann schauen wir mal, ob wir das hier gleich mal zu Ende bringen, so langsam, hä? Ja, und die Decks. Zu schnell. Ja, die Decks sind jetzt schon ja, viel zu heftig für so einen einfachen KI-Kampf. Gegen KI sind die schon zu stark. Aber lustig ist es trotzdem. Mhm. Wenn's. Nein, ich bin runtergefallen. Ich hab gedacht, ich könnte über die Klippe springen. Oh, okay. Aber der Dschungel ist verwirrend aufgebaut. Ja, oh, ein bisschen, ne? Mama, ich hab was kaputt gemacht. Gegner, den kriegen wir noch. Oh oh. Steck fest. Boah, komm, scheiß doch der Hund drauf. Bauen wir mal hier den Abschluss auf. Zack, 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 zack. Gleich ist vorbei. Jo. Mal sehen, kann ich Basecamp machen? Oh. Ich wollte gucken, von wo ich gekillt werde.
Echt? Ja, ja. Hab ich gesehen, dass ja, du da hochgelaufen bist. Es muss ja irgendwo einen Spawn-Kill-Schutz geben. Ah. Ja, cool. Aber trotzdem, lustige Runde. Nicht zu lange, nicht zu kurz. Aber relativ einfach mit den Decks. Und so langsam sind wir dann natürlich auch eingespielt. Ne? Muss man halt wirklich mal so sagen. Kann man denn schon Spieler gegen Spieler machen? Ja, ja, ne? Gibt es. Geht schon, ne? In der Close Beta. Nur ich dachte mir jetzt schon, dann lass uns das erster mal. Erster Tag wird noch nicht so schlau. Ja, klar. Lass uns das mal ausprobieren, morgen oder so. Ja, morgen oder die Tage. Genau, ja. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Däumchen da oder noch viel besser ein Abo. Ich freue mich. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut und tschüss.